Puh, das war knapp. Willkommen zurück zu Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft. Zuerst möchte ich euch was zeigen, und zwar. Aha, 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 aha. Ja, ich habe wieder das alte Standard. Auf Scary Mask Games könnt ihr ein Video dazu sehen, wie ich das Ganze nachgeholt habe, ohne den Cheat zu verwendet zu haben. Allerdings habe ich nicht zum Schluss hier gespeichert, sondern ein bisschen weiter weg. So, es kommt jetzt offiziell wieder blind. Ich bin gerade hier durchgekommen. Jetzt ist ein bisschen dämlich angestellt, aber naja. So. Oh nee. Mann, Alter. Können die mir auch einmal nicht auf die Nerven gehen? Diese sind echt lästig. Am meisten nerven sie, wenn sie nochmal, wenn sie sterben, nochmal einen Schuss abgeben. Ich weiß nicht, wie weit ich es schaffen werde, jetzt ohne den Speicherkristall zu verwenden. Und ob ich überhaupt den nächsten erreiche. Ich habe dafür die anderen zwei Geheimnisse geschafft. Das erste war doch kein Speicherkristall. Ah ne, das waren ja drei, die man bis jetzt gelaufen ist. Das ist eine Scheibe. Ja, da kommt man nicht durch. Schade. Ja, jedenfalls, das erste Geheimnis war nur ein Medipack da, den ich irgendwie immer wieder übersehen habe. Und die anderen zwei waren ja die Speicherkristalle. Also einmal, den ich ja gezeigt habe damals, wo ich den Cheat verwendet habe, und den anderen. Da habe ich dann festgestellt, ich muss vorher die eine Wache ausschalten. Denn der hat dafür gesorgt, dass dann das zweite Geheimnis, auf dem man getroffen ist. Ich habe doch hier noch irgendwelche Hebel gesehen. Ja, ich habe diesmal richtig gesehen, das sind Hebel. Oder? Ja. Jetzt ist es wieder zu weit. Ist es wieder so ein Code? Anscheinend ja schon. Beim zweiten und jetzt beim vorletzten hat er was gezeigt. Aha, und was ist aufgegangen? Irgendwas ist doch hier aufgegangen, oder nicht? Ist es vielleicht hier im nächsten Raum? Nee. Ach, ich bin hier wieder. Hä? Oh, das ist wieder ein Moment, wo ich gerne speichern möchte. Ich habe keine Ahnung, wo was aufgegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Dammit, ich komme doch nicht mehr dahin, wa? Ernsthaft, wer programmiert so eine Scheiße? Oh, ich komme doch dadurch. Hier könnte man noch durchkommen. Wo sind es überhaupt ganz genau?
Ich weiß nicht, wo das ist. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt die zurückschalte, die jetzt nicht aktiviert waren? Also ich weiß, das war der zweite und die letzten zwei. Muss ich die vielleicht oben lassen? Oder haben die einfach nur keine Funktion? Die haben anscheinend keine Funktion. Nee, das kann doch niemals der hier sein, oder? Nee. Never. Nee. Die Plattform vorne, wo es aufgegangen ist, sah anders aus. Ich hab Hunger, stelle ich gerade fest. Jetzt ohne Witz. Wie gesagt, es war nur einmalig, wo ich mal in die Lösung geguckt habe, wie man das Ganze ein bisschen hier spielt. Und ich wusste natürlich erstens nicht mehr alles. Warum springt es jetzt da zur Seite? Und zweitens konnte ich mir nicht alles merken. Nee, habe ich das gerade nicht gesagt? Also ich konnte mir einmal nicht alles merken und ja. Achso, der Laser kommt ja später. Warte mal, hier. Ah. Dann heile ich mich. Ich werde die anderen Munitionen sparen. Sparen, wollte ich sagen. Ich weiß nur die eine Sache mit der Rakete. Ah, ich glaube, das war hier. Mit der Rakete. Wo ich mich irgendwie beeilen muss. Weil die irgendwie nach oben startet. Ich glaube, das ist die hier. Die ein bisschen aussieht wie ein UFO. Und ich habe immer noch Hunger. Wieso ziehe ich immer wieder die Waffen ein? Ernsthaft. Das sieht aus wie eine Toilette, aber ist es ja nicht. Da muss ich irgendwas öffnen. Wahrscheinlich muss ich da die Leiter hoch. Das war mir klar, dass hier nichts ist. Wieso spucke ich immer wieder? Warte mal. So ein Gerät war doch auch schon mal da, oder? Nope. No. Gut, ich brauche irgendwas. Und ich hoffe, dass ich noch... dass der nächste Speicherkristall jetzt nicht einfach so ein Geheimnis verbunden ist. Ach übrigens, und dann wollte ich euch noch sagen, wegen die ganzen Schalter. Falls ihr euch immer wundert, warum ich die ganzen Sachen übersehe. Ich weiß, dass einige wahrscheinlich von euch Vollbildschirm dieses Video anschauen und einige vielleicht nicht so. Ich kann das ganze Spiel nicht im Vollbildschirm spielen. Würde ich das machen, dann würde es extrem laggen. Also jetzt nicht bei mir, sondern wenn ich das aufgenommen habe, würde es extrem laggen. Ich spiele das alles in Arten einem kleinen Fenster. Deswegen ist es bei mir ein bisschen beeinträchtigt, die Sicht. Deswegen sehe ich auch häufiger die Schalter und manchmal auch die Hebel. Ich frage mich, ob jetzt das hier geöffnet wurde oder nicht. Nein, irgendeine Luke anscheinend. Wieso geht sie einfach da hoch? Oder vielleicht da oben. Aber irgendwas lag... Warte mal, lag... Also ich weiß, dass irgendwo noch was drauf lag. Ich glaube, da lag irgendwas drauf. Mein Ohr juckt. Gut, dann kletter ich mal hier nach oben. Hat er das hier geöffnet, die Luke, oder? Doch, da war doch vorhin dunkel, oder? Och nee, darf ich jetzt wieder nach rückwärts springen?
Ja, das hat er hier, glaube ich, vorhin geöffnet. Ich darf doch nicht ernsthaft rückwärts springen, oder? Du setzt doch nicht zur Seite gehen, du Affe. Ich hasse es, wenn man irgendwas machen muss, ohne vorhin sehen zu können, wo es lang geht. Stimmt, diese Stelle sagt mir auch ein bisschen was. Hä? Ich weiß, dass die Person hin und her gesprungen ist. Zu einem Ort, zum anderen Ort. Das Problem ist, ich habe leider auch nur eine einzige Fackel. Die Frage ist nur, wo ist der lang gesprungen? Ich weiß, da muss ich rauf und diese Chipkarte nehmen. Und irgendwo konnte man noch irgendwo hin. Ich glaube, da irgendwo. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man da rüberspringen kann. Ach halt, warte mal, da. Eine Plattform. Die werde ich doch niemals im Leben überleben. Die erreiche ich doch niemals. Von hier bis dorthin. Oder? Nee. Ich glaube, man musste irgendwie... Oh, es ist schon wieder dunkel, Alter. Da ist mein sicherer Tod, definitiv. Kann ich so einfach rüberspazieren? Natürlich nicht. Oder? Ich habe immer Angst, dass sie runterfliegt oder zu weit fliegt. Also doch, runterfliegt halt. Entweder, dass sie irgendwo gegenstößt, genau. Entweder, dass sie irgendwo gegenstößt oder, wie gesagt, zu weit fliegt. Oder das! Passiert. Das war wieder ein unnötiger Todesfall. Das war wieder sowas von... Sag schon, unnötig und lächerlich. Wenigstens könnt ihr jetzt sehen, wo ich zum Schluss gespeichert habe. Hey, wer hatte das gedacht? So, ich nehme diesmal jetzt nicht die Schrotflinte, die ich habe. Denn damit hat sich vorhin die eine Wache getötet. Der hatte, glaube ich, gar nichts. Nope. Ich bin hier vorhin einfach reingerannt, ohne vorher Dings gesehen zu haben. Ah, die Laser sind also doch Beginn an dabei. Ich weiß noch, in der ersten Aufnahme, wo ich dann da durchgelaufen bin, ohne die vorher gesehen zu haben. Und ich sehe diesen Laser nicht, da ist der.
Was ich merkwürdig finde, einige Laser, die sind extrem asozial, also ein Treffer und man ist sofort tot. Und andere. Laser kann man mehrmals berühren, aber richten natürlich auch sehr schnell Schaden. Das finde ich sehr merkwürdig. Ich finde, das hätte man bei jedem Laser machen sollen. Wie viel? 8. Na gut. Kann ich ja für den einen verwenden. So. Jetzt geht's wieder in den langen Weg. Andernfalls. Mann, was mache ich denn da für ein Hokuspokus jetzt? Die hatten ja alle nichts. Ich weiß, ich muss erst nach links gehen. Um die eine Tür zu öffnen. Und ich hoffe, dass Lara sich diesmal nicht wieder dämlich anstellt. Wie vorhin. Als ich da durchgehen wollte. Jetzt kommt der Scheiß wieder. Spring doch, Alter! Mann, ich hasse das bei ihr sowas. Ich muss reden lernen. Bei ihr hasse ich sowas manchmal auch. Wenn sie einfach nicht reagiert, also beim Springen. Das ist auch immer eine Sache, die extrem nervig ist. Sie denkt auch, das macht mir 1000-mal Spaß. Ja, alles wieder zu wiederholen. Fuck it. Warum machst du das? Ich hab das noch nicht gemacht. Ich bin nur ganz normal gesprungen. Die hat es gerade automatisch gemacht. Ich habe da vorher nicht die Taste gedrückt.